Ja, ein kleines Post-Production-Voice-Over, was ich euch hier einspiele. Denn mir ist kurz bevor ihr diesen Clip hier seht, der GoPro-Akku gestorben. Und scheinbar ist das so plötzlich passiert, dass die GoPro keine Zeit mehr hatte, den entsprechenden Clip zu speichern. Das heißt, ihr verpasst jetzt ungefähr 10 Minuten meiner Radtour. Aber ich erkläre euch kurz, wo es heute lang gehen soll und was ihr in dem Video sehen werdet. Und zwar ist das eine Tour zum Lemberg. Hier ganz in der Nähe bei mir. Die Route wird ungefähr 40 Kilometer haben, bisschen weniger als das. Dafür überwinden wir ungefähr 900 Höhenmeter, haben dabei eine Menge Single Trails dabei, sehr wenig asphaltierten Weg, also eine relativ anspruchsvolle Strecke, wie ihr in dem Video auch sehen werdet. Fängt natürlich ganz schön an jetzt mit meinem Downhill-Part durch den Wald mit dem ersten kleinen Trail runter. Und ja, im weiteren Video erkläre ich, glaube ich, alles Weitere noch ganz gut. Und deshalb lasse ich euch jetzt das Video schauen und nehme euch mit auf meine Tour in Richtung Lemberg. Boah, der Tunnel ist immer wieder so ein Ding, wo man dann natürlich kräftig den Kopf einziehen muss und aufpassen muss, dass man sich nicht den Schädel oben an der Decke aufhaut. Und mal schauen, ob wir hier auch mit Echo hochkommen. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht. Deshalb stelle ich mal schnell auf Standard um oder auf High. Vielleicht schaffen wir das dann ja hier hoch. Oh ja. Und gleich kommen wir an der Luitpoldbrücke raus, wo ich auch noch mal kurz anhalte, euch den Blick zeige, wohin wir dann bald fahren werden. Und wie gesagt, da hoch soll es gehen, da oben wollen wir später stehen. Ja, jetzt wo wir so langsam in den ersten Wald und bergauf Abschnitt starten. Das erste Thema, was ich heute mal kurz bequatschen möchte. Normalerweise, wie gesagt, bin ich ja jemand, der eher spontan über Sachen redet, die einem einfallen. Aber heute ein bisschen was, was mich ja bei diesem Bike hier ärgert. Und zwar hatte ich seit den 2 Wochen, in denen ich das Bike jetzt hatte, tatsächlich schon 2 Platten. Ein Platten am Vorderrad, einen am Hinterrad. Bei den Schwalbe Smart Sam Reifen. Und ja, für mich natürlich die Frage zum einen, was macht ihr auf euren Mountainbikes oder EMTBs? Seid ihr alle schon schlauchlos unterwegs? Irgendwelche geheimen Tricks? Weil ganz ehrlich, bei den Mountainbikes, die ich vorher gefahren bin als Biobikes, da hatte ich ehrlich gesagt diesen Stress innerhalb von wenigen Wochen noch nicht. Darüber hinaus sind die Reifen, ehrlich gesagt, mega schwer von den Felgen runterzubekommen. Die mussten echt in der Werkbank einspannen und mit Gewalt von den Felgen lösen. Man kommt da gar nicht mit dem Reifenheber drunter, bevor man sie nicht irgendwie gewaltsam so ein bisschen angelöst hat. Ganz, ganz komische Sache und natürlich auch super ärgerlich, weil ich traue mir nicht zu, hier unterwegs mal einen Schlauch zu flicken, weil ich ganz genau weiß, ich krieg den Reifen nicht von der Felge runter. Daher die Frage, Schwalbe Smart Sam mit den Schläuchen, die Highbike standardmäßig verbaut. Da gibt es natürlich auch immer unterschiedliche Arten von Schläuchen, aber habt ihr damit auch so blöde Erfahrungen gemacht? Also ich habe es beim Aaron Dehnert, glaube ich, vor einiger Zeit mal kurz gehört, dass er auch mit seinem vorherigen Highbike mit einer Menge Platten zu kämpfen hatte und ja, daher so ein bisschen
Nachdenkbedarf, Diskussionsbedarf für mich, ob ich jetzt immer einfach nur flicke oder möglicherweise flicken lasse, je nachdem, ob ich die Reifen tatsächlich von den Felgen kriege. Und ja, wie die Zukunft aussieht mit den Reifen hier auf dem Bike, insbesondere natürlich bei meinem Einsatzbereich, der unter Umständen gar nicht so Offroad-taugliche Reifen erfordert. Und jetzt geht es erstmal so richtig berghoch. Selbst Komoot sagt mir, hey, das hier ist ein Abschnitt, wo du dein Bike möglicherweise schieben musst. Schauen wir mal, ob das tatsächlich passieren wird. Boah, was steht hier? Geheimnisvoller Lemberg. Ja, da wollen wir auf jeden Fall hin. Die Hütte wäre rechts lang, aber da kommen wir auf jeden Fall auch außenrum hin. Ja, bei all den Farben könnte man schon glatt meinen, es wäre Herbst. Wir haben es aber mitten im Sommer. So sind auch die Temperaturen in den letzten Tagen. Aber ich habe heute Morgen ein etwas besseres Wetter erwischt, etwas angenehmer. Und hier durch den Wald auch echt super zu fahren. Wow, gute Idee, diesen Trail hier mit auf meine Route zu nehmen. Natürlich mit einer Menge Steine. Ich habe schon den Schlauch wieder im Kopf. Und ich sehe hier tatsächlich den schönsten Nahblick, vielleicht nicht überhaupt, aber wir haben ganz da hinten den Heimbergturm, da vorne die Weinbaudomäne, hier oben Oberhausen mit der Luitpoldbrücke, über die wir eben hochgefahren sind. Ja, vorbei an diesem mega steilen Abschnitt, wo ich tatsächlich, so wie Kumbuz gesagt hat, auch mal mein Rad schieben musste, weil es mir dann doch zu eng geworden ist an dem ordentlichen Abgrund, der gleichzeitig auch eine mega schöne Aussicht dargestellt hat. Aber jetzt geht es erstmal weiter auf diesem coolen Trail hier, der doch ein bisschen was von meinem Können verlangt, ohne hier halt wirklich runter zu droppen. Ja, wir sind gekommen von ungefähr hier hinten, sind an der Nahe entlang gefahren, über die Luitpoldbrücke, hier vorbei und dann ganz großes Stück durch den Wald, bis wir jetzt hier oben auf dem Lemberg stehen. Nachdem wir den Lemberg erklommen haben, geht es jetzt in Richtung der Burgruine Montfort, ein Ort, an dem ich schon
einige Male zu Fuß war und da schöne Aussicht genießen konnte, aber natürlich auch die schöne Burgruine. Heute soll es knapp 40 Kilometer weit gehen. Wie gesagt, 800 Höhenmeter, von denen wir hier durch den Wald schon echt einige hinter uns gebracht haben. Und rein in den Downhill-Zickzack-Serpentinen-Trail hier, der mir sicher einiges abverlangen wird. Und ihr habt gesehen, für mich als Anfänger doch mega anstrengend, so einen Trail runterzufahren. Super spannend, aber Bremstechnik muss noch ein bisschen gelernt werden. Die engen Kurven sind natürlich was, wo ich noch gar keinen wirklichen Plan habe, damit umzugehen. Lasst euch nicht täuschen, ich fahre hier nur so langsam wegen dieser unfassbar großen Steine und Äste, die hier mitten auf dem Weg rumliegen. Die Steigung ist weniger das Problem als die ja, inzwischen doch begründete Angst, hier meine Schläuche wieder mal zu zerstören und bei den Steinen dann sogar den ganzen Reifen unter Umständen. Das hier ist echt noch mal ein bisschen anspruchsvoll auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich hoffe mal, dass es uns nicht so ergeht wie in der ersten Ausfahrt mit dem Bike, dass wir von einem umgestürzten Baum wieder kehrt machen müssen. Weil darauf habe ich heute echt gar keinen Bock. So einen ganz schön anspruchsvollen Trail noch mal berghoch zu fahren. Ja, wenn man wenigstens wissen, wo der Trail hier noch lang läuft. Boah, jetzt stehe ich aber mittendrin hier in dem Zeugs. Boah. Boah. Junge, Junge, Junge. Schnell durch diese ganzen ekelhaften Brennnesseln, über die ich mich bestimmt jetzt in ein, zwei Minuten mega beklagen werde. Und hier ein natürlich vorkommendes Schlammloch, oder was? Da müssen wir aber auch nicht unbedingt durchfahren. Mensch, Leute, heute will es mir die Natur echt nicht leicht machen auf der Strecke. Boah, Brennnesseln. Und Parts, wo ich mein Rad rüberheben muss. Leute, Leute. Und das hier wäre eigentlich ein Weg gewesen, den wir hätten fahren können.
So, nachdem wir kurz ab vom Trail waren und über die Straße mussten, geht es jetzt hoffentlich ein bisschen zielstrebiger weiter. Nochmal in den Wald rein. Und dann klettern wir irgendwo von hinten auf die Burgruine Montfort. Und wenn wir gleich hier über diese Kuppe kommen, dann seht ihr auch unser Ziel direkt schon vor Augen. Da hinten liegt sie, die Burgruine Montfort. Und es wäre natürlich super cool, wenn man hier einfach jetzt geradeaus hochfahren könnte, aber der Luxus bleibt uns vergönnt heute. Unser Akku ist auch schon runter auf 50%, wenn ich es richtig sehe. Also müssen wir auf unserem Rückweg dann tatsächlich noch ein bisschen Zeit entweder sparen oder Kraft aufsparen. Hier müssen wir uns jetzt auf jeden Fall nochmal hochkämpfen. Das ist nichts Leichtes. Auch wieder eine Menge Steigung auf kurzer Distanz, um hochzukommen. Angekommen auf der Burgruine Montfort. Wir haben ein Stückchen mehr als die Hälfte unseres Wegs geschafft. Dafür ist der Akku dann aber auch schon zu 50% leer. Es ist echt schön und ruhig hier oben. Ein schönes Ziel, was wir hier erreicht haben mit dem E-Bike. Und ich bin sehr gespannt, wie wir nach Hause kommen, was die Reichweite da sagt. So, wir machen uns jetzt in Richtung Heimat wieder unterwegs. Schauen mal kurz noch auf Komoot, wie es ausschaut mit der Entfernung. Wir haben noch 15 Kilometer verbleibend. 50% Akku sind verbraucht. Bedeutet, wir werden es wahrscheinlich zurückschaffen noch mit dem Akku. Wird wahrscheinlich relativ knapp, ohne dass ich das tatsächlich so vorhatte. Aber dann doch sicher eine spannende Möglichkeit, noch mal ein bisschen hier Reichweite auszutesten. Ja, wenn ich es richtig sehe, haben wir es geschafft von ich glaube, wir kommen da vom Lemberg, sind gefahren, im Grunde genommen einmal außenrum. Da hinten über den Berg ist die Burgruine, bei der wir waren. Jetzt sind wir auf der Höhe von Duchot angekommen, fahren aber direkt runter Richtung Odernheim und dann Staudernheim und wieder zurück auf den Berg, wo wir herkommen. Als Abschluss der Tour, so fast, belohnen wir uns noch mal mit einem kleinen Ausblick runter nach Odernheim. Hier noch mal ein kleiner klappernder Ausblick
in Richtung Odernheim runter. Odernheim hinten über den Berg drüber. Vielleicht sieht man so ein bisschen Sobernheim. Und man sieht auch Staudernheim mit dem Weg, den wir später hochfahren wollen, nachdem wir unten noch mal ein paar Meter Radweg gefahren sind. Es ist echt eine schöne Strecke gewesen, eine anspruchsvolle Strecke bisher. Und ich gehe mal davon aus, dass er nicht noch anspruchsvoller wird. Wir haben 60% Akku verbraucht auf den 27,4 Kilometern, die wir zurückgelegt haben. Mich wundert es tatsächlich, dass der Akku dann doch nicht ganz so lange gehalten hat oder hält wie erwartet. Ich musste mich jetzt tatsächlich ein bisschen zusammenreißen, noch mal ein bisschen in Standard und in Eco fahren, damit ich auch die restliche Reichweite noch habe. Okay, letzte Steigung für heute. Ich muss spontan leider ein bisschen Zeit gut machen. Daher nochmal alles geben und da hinten ordentlich hochpumpen. Wir haben heute echt eine Menge coole Trails gesehen. Schöne Ausblicke. Bisschen mehr was Spannendes als sonst. Wir haben den Akku im Grunde genommen komplett leer gefahren. Wir haben jetzt noch auf High 14 Kilometer Restreichweite bei 20% verbleibendem Akku. Echt eine tolle Tour. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich quäle mich jetzt noch die letzten Meter ab. Hofft, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, schöne Natur sehen. Auf dem E-Bike sitzen, bisschen Sport machen und Spaß dabei haben bei eurem E-Bike-Amateur.